Wir reden mit Lebensretter. Der ist ja hier ganz in der Nähe. Gleich hier. Hey, Langeweiler. Mal halte deinen Felsenhücken. Keine Zeit, ich suche nach jemanden. Wen? Jabba. Ich glaube, der war vor einer Weile hier. Er hat mit Tochtli gespielt. Die beiden sind unzertrennlich. Die sind in nordwestliche Richtung davongezogen. Und ich habe sie noch ausgeschimpft, weil sie nicht rennen sollten. Haben sie danach nicht mehr gesehen. Tut mir leid, du solltest mit seiner Mutter reden. Sie kennt das Mädchen. Vielleicht kannst du ihn finden, wenn du sie findest. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich einen von den beiden sehe. Wie war das mit Botengängen? Hallo? Hast du mit Lebensretter geredet? Wir brauchen ihn, um Jabba zu finden. Er ist nicht wirklich hilfreich. Was? Unglaublich. Du musst mir helfen, meinen Sohn zu finden. Er war... Okay. Lass mich nachdenken. Beruhig dich. Denk nach. Er war vor einer Minute noch hier. Hat mit Tochtli gespielt. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Such bitte Tochtli. Sie ist die Letzte, die mein Sohn gesehen hat. Sie ist im selben Alter, mit dem gleichen Pulli in Rot. Sie haben sich beide den gleichen Pulli gewünscht. Da komme ich ja gar nicht lang. Achso, aber... Wenn wir hier lang gehen, kommen wir runter. Okay. Zack. Ah, hier ist ja gar kein Sicherheitsnetz mehr. Bis einer stirbt. Und das werde ich gleich sein. Ja, tot. Oh, meins. Schön. Machtbeleber. Und einen normalen Beleber. Die ich besser finde als die Machtbeleber. Kurz auf die Karte gucken. Mhm. Zack. Näh. Gott sei Dank können wir niemals in den Tod fallen. Hui. Hallo, was ist hier hinten los? Sieh her, ein Danitianer. Das stimmt, Valentina. Na klar tut es das. Hey du, wie wär's mit einem Temtem-Kampf? Kann ich auch Nein sagen? Nein? Gut gesagt, Valentina. Oh Mann, oh, ich wollte aber Nein sagen. Zu Rock. Warum hast denn du eigentlich schon die Entwicklung? Das ist voll fies, ey. Machen wir erstmal Azurok fertig. Dann können wir uns ganz in Ruhe auf den anderen konzentrieren. Azurok ist tot. Minako fast Level up. Dann können wir uns auf den konzentrieren. Zack. Okay, sehr windig hier oben. War überlastet. Okay, da können wir. Jetzt haben wir sowieso nur noch gewonnen. Jetzt können wir ja nur noch gewinnen. Zack. Ach, ich mag Banzai. Banzai ist cooles. Temtem. So, Minako, jetzt will ich aber mal eine Entwicklung sehen, ja? Oh, verflixt, du bist gut. Ja, das ist er, Valentina. Gott. Hey, du da, wenn du kurz Zeit hast, dann lass uns quatschen. Offensichtlich kennst du dich mit Temtems aus. Vielleicht kannst du uns ja helfen. Du bist genau die Person, die wir gerade brauchen. Du bist fähig im Temtem-Bending und niemand in Tukma kennt dich. Ja, ich glaube, wir haben da einen Job für dich. Gut gesagt, Valentina. Worum geht's? Also zunächst einmal, mein Name ist Valentina. Ich bin Doktorand in Urbary. Mein Betreuer ist Professor Victor, der berühmteste Temtem-Tist. Wie läuft deine Doktorarbeit? Puh, ziemlich langsam. Also, eigentlich überhaupt nicht. Ich sollte eigentlich Feldarbeit hier in Tukma betreiben, aber bislang hatte ich einfach kein Glück. Meine Doktorarbeit geht um altertümliche Kulte, die Temtem verehren. Ich konnte bereits mit den Mönchen in den Hügeln von Chimpanku reden. Aber hier in Tukma komme ich einfach nicht weiter. Man könnte sagen, ich renne vor eine Wand aus Kristall. Was ist dein Problem? Ich habe also Auszeichnungen eines solchen Kultes hier in Tukma gefunden. Der ist nicht unbedingt uralt. Fühlt sich eher so an, als wäre er wiederbelebt worden. Meine Quellen zufolge nennen sie sich die Brüder der Scherbe. Aber ich konnte diese Sekte einfach nicht finden. Wenn ich sie persönlich befragen kann, bringt mir das überhaupt nichts. Damit brauche ich also
Damit brauche ich also Hilfe. Den Kult in den Hintern treten. Genau. Nein. Ich weiß nur, dass sie ziemlich heimtückerisch und sogar ein wenig paranoid sind. Ich brauche niemanden, der mit Temtem, insbesondere mit Kristall-Temtems, umgehen kann, um sie zu finden und zu infiltrieren. Bist du dabei? Okay. Exzellent. Ich brauche aber vollständige Informationen, weißt du? Es ist nicht genug, um sie zu finden. Du musst die Sekte infiltrieren, in ihr inneres Sanktum gelangen, den Anführer ausfindig machen. Ich werde ihn in den Hintern treten. Warum reden alle Bändiger nur so? Ich trete ihn in den Hintern, bla bla bla. Was ist so toll daran? Gesäßbacken mit den Füßen zu tangieren. Gesäßbacken mit den Füßen tangieren. Das klingt natürlich auch sehr, sehr gut. Okay. Finde die Kristall-Tem-Tem-Kultisten. Kultisten. Ah, da ganz hinten, wa? Okay. Einmal kurz durchheilen. Oh, du bist ein Fragezeichen. Hallo, Bändiger. Kennst du einen Jungen namens Jabba? Meine Mama hat mir gesagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Das ist aber wichtig. Na, 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 na. Wenn du mit mir reden willst, müssen wir erst kämpfen. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das sind aber böse Viecher. Warum hast denn du so böse Viecher? So, wir machen erstmal Myx fertig. Da war Kameradschaft, glaube ich. Halluzination! Ja, Drogen! Hey, wir fliegen davon! Au. Steine tun weh. Toll. Nessie. Mann, ich will dich angreifen. Gott. Ich hasse dieses Myx. Warum? Was macht es da die ganze Zeit? Puppenspieler? Mach mich fertig. Ich soll es lassen. Ist voll Mobbing. Jetzt aber. So, du kannst halt das andere Ding da angreifen. Willst du ja nicht, weißt du? Nicht mehr erschöpft, nicht mehr gefangen. XP. Du solltest dich mit Leuten deines Alters anlegen. Hey, du hast mich doch angegriffen, Grinsebacke. Hallo, Bändiger. Kennst du einen Jungen namens Jabba? Ja, ich suche Jabba. Ich auch. Wir haben vor kurzem zusammen gespielt. Das war ein Wettlauf, um zu sehen, wer diese Felsen zuerst erreicht. Ich war in Führung und dann habe ich zurückgeschaut, wo die Trantüte bleibt. Und er war nicht mehr da. Puff, als wäre er einfach verschwunden. Was, hast du nichts gesehen? Ich habe nach vorne geschaut, habe aufgepasst, wo ich hintrete und dass ich meinen Felsenhüpfhaken nicht verliere. So wie die Lehrer es einem beibringen. Beim Felsenhüpfen muss man echt vorsichtig sein. Du kannst nicht hüpfen, wenn du nicht aufpasst. Hey je, was mache ich jetzt nur? Du solltest Zulia Bescheid sagen. Sie ist bestimmt außer Sorge. Ja, ist sie garantiert. Da ist noch irgendein Gebäude. Ist aber bestimmt noch gar nicht existent, das Gebäude. Oh doch, hier wohnt jemand. Hallo. Willkommen in der Steingruppenclub. Ein Club, was tut ihr hier? Wir sind fanatische Hüpfköbbe. Scherz, wir sind Enthusiasten des Felsenhüpfer, aber hauptsächlich bilden wir neue Hüpfer aus, damit sie draußen sicher sind. Wir erkunden neue Hüpforte, heuern Rettungshüpfer an, installieren Sicherheitsnetze, solche Dinge halt. Ansonsten sind wir im Prinzip ein sozialer Club. Eine gesunde Alternative für Jugendliche, damit nicht alle Temtem-Bändiger werden müssen. Ich habe noch eine Frage. Lass uns Temtemnologie debattieren. Nein. Komm schon, bitte. Nein. Netter Ort. Danke. Es hat eine Weile gedauert, ihn aufzubauen, aber es ist ein guter Ort, um sich auszuruhen, ohne direkt nach Quatzal reisen zu müssen. Wie finanziert ihr euch? Mitglieder, die sich es leisten können, zahlen einen Beitrag. Die Schmiede und die Minenarbeitergelder sind immer großzügig, da die meisten ihrer Kinder hier viel Zeit verbringen.
Das Dojo hat früher auch geholfen. Aber ich schätze, ich hätte nicht mit der Meisterin über Temtem-Rechte streiten sollen. Nun ja. Naja, ich muss los. Krieg ich was zu essen hier oder so? Hannichen. Gibt es was Gutes im Fernsehen? Nur die Nachrichten. Ich warte auf Cartoons. Genieß es. Jau. Dachchen, Partner. Das auf den Kampf? Nein. Mein Temtem sind meine Partner und Freunde. Und ich nutze sie nur für Spurensuche und für die Arbeit. Ich lasse sie niemals kämpfen. Wer bist du? Sie nennen mich den da. Die Nase, weil ich der beste Spurensucher in ganz Tukma bin. Auch wenn das ziemlich weit hergeholt ist, weil Petrin die meiste Arbeit macht. Ich bin nur das menschliche Gehirn hinter der Operation. Bist du auf dem Kampf? Nein. Meine Temtem sind Partner? Ja, ich weiß. Tschüss. Ist ja gut. Gott, Alter. Voll der vegane Hippie-Club da drin, ey. Furchtbar. Nee, ich schnick's, ey. Nein. Ist irgendjemand tot? Ja, ich glaube unser Banzai ist, glaube ich, tot, ne? Wenn ich doch hier rüberkommen würde. Wir müssen ja so den ganzen Weg zurück, wa? Ja. Muss ich erstmal selbst gucken. Richtig gelohnt, wa? Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Nur geringfügig verlaufen. Nur ganz geringfügig. So. Dann reden wir mal mit Mutti. Weil Botengänge sind tolle Gänge. Hast du einen von ihnen gefunden? Ich hab ein Mädchen gefunden. Oh, bei der Pan-Sonne. Sie ist nicht bei Wartungsarbeiterin? Hat sie irgendwas über ihn gesagt? Nur, dass er nach Südwesten gegangen ist, nur, dass er nach Südwest. Nur nach Norden. Das hilft nicht wirklich. Kompetenz ist voller Verstecke und Abzweigungen und Abhängen und Schluchten. Oh weh. Ich habe gehört, dass sie gerade ein professioneller Temtem-Sucher hier herumtreibt. Wenn irgendjemand meinen Sohn finden kann, dann er. Wo kann ich den Sucher finden? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er ist irgendwo hier in Kupeleza, aber ich kann gerade nicht klar denken. Finde ihn einfach. Dein Sohn ist doch kein Temtem. Keine Zeit für blöde Witze. Finde den Sucher und lass ihn meinen Sohn aufspüren. Kann ich auch Nein sagen? Okay. Finde ich jetzt den Sucher. Finde den Sucher. Okay, okay. Wer ist denn hier der Fährtensucher? Ehrlich, wir haben... Fährtensucher? Ich will hier hinten hin. Boah, ich hasse Menschen. So, was wir jetzt machen. Ich hab deinen Sohn alleine. Ich will jetzt da hinten hin. Ich will jetzt da hinten hin. Da hinten habe ich bestimmt viel mehr Spaß. Das ist gerade so... Weißt du? Wir machen noch da hinten die Aufgabe und dann, glaube ich, machen wir auch. Aber die Nebenaufgaben, ja... Ich hasse Leute, ne? Das hat man ja schon gemerkt bei dem einen Typen. Ich hasse halt einfach Menschen. Kasse Menschen. Ich helfe nicht gerne Menschen. So, Duft haben wir noch. Komm, ein bisschen besser. So viel dazu. So viel dazu. Nutzt den Duft, Alter, und sofort kommt eine Ente an, weißt du? Was habe ich mich hineingesprüht? Mit Brot? 2 Meter weiter, nachdem ich den Duft genutzt habe. Den Duft. Ist nicht so dufte. Das durfte gar nicht sein. Bin ich eigentlich noch richtig?
Ja. Warum habe ich keine Kristallschlittschuhe eigentlich? Okay, das Intelligenteste wäre, wenn wir jetzt erstmal hier und dann nach unten gehen. Das wäre, glaube ich, das Intelligenteste. Ja, aber erstmal müssen wir hier rüberfahren. Ja, nö, jetzt brauche ich da auch nicht mehr. Hätten wir den mal eingesetzt. Oh, ich hasse das halt so, wenn so random Kämpfe kommen. Wenn du gerade irgendetwas machen willst, aber diese random Kämpfe kommen, dann ist das so random. Ach ja, das sind bestimmt alles noch Anfänger hier. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, was auf sie zukommt. Okay, ihr seid voll der Kult, oder? Ich werde nicht damit verunreinigt, irgendwelche anderen Temtem als die reinen und heiligen Kristall-Temtem zu kämpfen. Guten Tag. Die Söhne des Kristalls müssen sich nicht mit unwürdigen. Ich habe dir nichts zu sagen. Du bist nicht würdig erwiesen. Bist du nicht würdig erwiesen hast, indem du geheiligte Kämpfe gegen meine niederen Brüder gewonnen hast. Und ich brauche dafür Kristall-Temtems, habe ich richtig verstanden, oder was? Ich bin ein... Okay. Ja, du bist dieser Ehre noch nicht würdig. Ich beweise dich... Hätte ich das vorher gewusst, ne? Hätte ich das vorher gewusst, dass wir hier... Ich habe keine Kristall-Temtems. Habe ich Kristall-Temtems? Wir müssen ja uns da nur irgendwie durchmogeln durch die Kämpfe. Aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob ich Kristall-Temtems habe. Also eins dabei habe ich auf jeden Fall nicht. Kein einziges. Also wirklich kein einziges Kristall-Temtem habe ich dabei. Muss ich mal kurz hier unten gucken. Hier ist ja irgendwo so eine Temtem-Station. Okay, du bist Kristall. Du bist Kristall? Du bist Kristall? Du bist kein Kristall, ne? Nein. Das war's, glaube ich, ne? Ich glaube, das war's mit den Kristall-Temtems. Du bist ja auch kein Kristall-Temtem, oder? Nee, du bist ja Gift. Ja, dann ist das jetzt gerade unser Team. Es ist jetzt nicht gerade das harte Team, aber okay. Wir versuchen da irgendwie uns durchzumogeln. Wir müssen es versuchen. Aber das sind unsere einzigen drei Kristall-Temtems. Und wenn sie nur gegen Kristall-Temtems kämpfen wollen, dann... Ja. Haben wir natürlich das Problem, dass wir keine Kristall-Temtems haben und nie welche dabei hatten und nie mit welchen gespielt haben. Aber wir versuchen es einfach mal. Ich meine, das kann ja nicht schwer sein, oder? Hier sind wir, Freunde des Kristall. Ja, ja. Das stimmt. Lass uns den Kristall verehren, wie er es verdient. Im Ritus des Kampfes. Ja. Psychos.